Die Autobauer möchten den Aufwand am liebsten auf die Nachrüstung älterer Selbstzünder per Software-Update beschränken. Der ADAC hat nun solche Nachrüstungen getestet und kam zu dem Ergebnis, Software aktualisieren ist ja gut, die Hardware nachrüsten ist aber noch besser. Diesel wird jetzt ein teurer Spaß, zumindest was die damit betankten Autos angeht. Nachrüsten ist das Wort der vergangenen Tage, zum Beispiel mittels eines Software-Updates. Die Motorsteuerung wird hierbei so verringert, dass sich auch der Stickoxidausstoß verringert. Das tut er tatsächlich, wie der ADAC gemessen hat. Und in dem Zusammenhang haben wir gesehen, dass wir rund 20-25% der Emissionen senken konnten. Es gab keine Nachteile hinsichtlich Leistung, Fahrbarkeit und auch Kraftstoffverbrauch. 1,05 € Diesel von VW konnte so auf 1,06 € Niveau angehoben werden. Ein kleiner Beitrag zur Schadstoffminderung, den die Autohersteller vorziehen. Logisch, es ist mit ca. 100 € pro Fahrzeug die günstigere Alternative. Besser wäre es, die Hardware auszubessern. Heißt, wenn wir aber die gesamte Abgasanlage ersetzen und durch einen Harnstofftank ergänzen, können wir sogar 90% der Stickoxide senken. Passieren soll das durch eine AdBlue-Einspritzung, die im Lkw-Bereich schon länger mitgetankt wird. Die geruchlose Flüssigkeit besteht zu 2/3 aus hochreinem Wasser und 1/3 aus synthetischem Harnstoff. Sie reagiert mit den Schadstoffen und wandelt sie in ungiftige um. Nur dazu brauchen Autos ein sogenanntes SCR-System. Kosten für diese Hardware-Umrüstung ca. 1.500 €. Wer zahlt das? Und Langzeittests gibt es auch noch keine. Wie diese innerhalb weniger Monate nachgeholt werden sollen, bleibt völlig offen. Ja, die Zukunft des Diesel, reden wir darüber. Im Studio bei mir ist der Vorstandsvorsitzende der Baumarktgruppe, Markus Hauser. Herr Hauser, Sie haben einen Katalysator entwickelt, der den Stickstoffausstieg beim Diesel um 93% verringern kann. Ganz genau. Und dieses Gerät, also wie funktioniert das? Also es scheint ja doch so zu gehen, dass der Diesel tatsächlich sauber gemacht wird. Man kann den Diesel sauber machen. Man kann den Diesel tatsächlich sauber machen. Man kann sogar den Diesel sauber machen, indem man nur Serienkomponenten verwendet. In unserem Falle haben wir eine Serien-SCR-Anlage von VW genommen. Und die dann im Grunde, wenn Sie so wollen, getuned mit unserem Benox-System, was wir sehr erfolgreich seit einiger Zeit für die Nachrüstung von Stadtbussen vor allen Dingen einsetzen. Also wo wir wirklich sehr schmutzige Fahrzeuge Euro 2, Euro 3, Euro 4 auf Euro 6 Niveau bringen. Und dieses Benox-System, diesen kleinen Ammoniakgenerator, den wir dann also ins Auto einbauen, der schafft es dann tatsächlich, auch in den niedrigen Temperaturen diese hohe Effizienz zu erreichen. Wir schaffen echte Euro 6 mit dem System. Sie können das, warum können die Automobilhersteller das nicht? Ja, das frage ich mich auch inzwischen. Also wir sind ein kleines Unternehmen, wir haben da sicherlich auch einige Millionen investiert und einige Jahre Zeit. Aber natürlich sind unsere Ressourcen deutlich begrenzter als die der Hersteller. Ich kann es mir nur so erklären, dass es da ganz klar um Geld ging. Und bisher ging es ja. Bisher kam man ja mit durch. Wie ist denn die Resonanz nach Ihrem neuen System? Gerade auch, wenn ich mir hier in Berlin zum Beispiel so angucke, diese ganzen Sightseeing-Busse, die haben ja nicht mal Euro 2, die haben ja eigentlich Euro 0 und fahren rum und verpesten alles. Ist da wirklich eine große Nachfrage jetzt nach Ihrem System? Es ist tatsächlich bei den Stadtbussen vor allen Dingen eine sehr, sehr große Nachfrage. Also nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Wir haben gerade ein riesen Thema in London, wo wir insgesamt mit einigen Wettbewerbern gemeinsam knapp 5000 Fahrzeuge, also Busse, ausrüsten. Und auch in Deutschland einige Städte sind dran. Wir haben also mehrere Testfahrzeuge, Testflotten schon laufen und gehen davon aus, dass hier sehr kurzfristig bei den Stadtbussen sehr viel mehr passieren wird, auch in Berlin übrigens. Gibt es denn aber auch Gespräche mit der Automobilindustrie, dass die auf Sie schauen, dass die auch fragen, wie weit seid ihr, dass man sogar Kooperation eingehen könnte? Also wir werden natürlich sicherlich immer mal wieder beäugt, kritisch, und wir haben das System natürlich auch in der Vergangenheit angeboten, einigen Herstellern. Man hat uns dann wissen lassen, dass man also gar kein Problem hätte. Mhm. Anders sieht es aus mit den großen Zulieferern, die gucken sich das Ganze sehr, sehr genau an, haben auch zum Teil schon Tests mit dem System gemacht. Weil natürlich klar, wenn hier wirklich 5, 6, 7, 8 Millionen Fahrzeuge umgerüstet werden müssen, ist das natürlich ein Thema für einen großen Hersteller. Da wären wir dann quasi der Lizenzgeber für unser System und der Juniorpartner in dem Ganzen. Herr Hauser, die Frage, die entscheidend natürlich in allen solchen Dingen ist, wie viel kostet denn Ihr System? Also wir haben mal einen Preis rausgegeben zwischen 1.000 und 1.500 €. In der Preisspanne wird sich das anfangs bewegen. Allerdings hat auch gezeigt, damals Euro 4, grüne Plakette, wenn Sie sich daran erinnern, die Preise sind sehr, sehr schnell nach unten gegangen.
Und bei den Stückzahlen, die wir hier im Markt haben, über die wir hier sprechen, da gehe ich davon aus, dass wir hier sehr, sehr deutliche Preissenkungen gleich sehen werden. Von daher gesehen, wenn da noch eine Barförderung von Seiten der Regierung oder von Seiten der Industrie dazu käme, ist es auf jeden Fall für jeden erschwinglich. Markus Hauser, vielen Dank für das Gespräch. Bin gespannt. Ich bin auch Dieselfahrer. Vielleicht rufe ich ja mal bei Ihnen an. Danke Ihnen vielmals. Ja, danke.